Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu bin ich jetzt hier in der Garnison auf dem Mount X-51 Nether-Rakete. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Vor etwas über 4 Jahren habe ich ja diese kleine Serie angefangen mit diesem kleinen Waste of Money Videos. Und das war das erste Mount, was ich mir damals gekauft hatte. Nicht das erste TCG-Mount, aber das erste in diesen Folgen quasi. Und da waren wir auch in der Garnison und ich dachte, wir spannen so einen Bogen von der ersten zur, naja, nicht letzten Folge, aber zumindest zur 100. Folge. Die ganze Geschichte soll noch ein bisschen weitergehen. Und ja, im Zuge dessen wollen wir uns jetzt mal anschauen, was ich so die letzten 99 Folgen mir so gekauft habe, was da so die Kosten waren. Und ja, am Ende gibt es dann so ein Gesamtergebnis. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Für mich selber war das so ein bisschen, mich würde es mal interessieren, wie viel ich ausgegeben habe. Dann dachte ich mir, Folge 100 steht an, könnte auch eine ganz coole Sache sein für ein Video. Vielleicht ist der ein oder andere auch da draußen, der denkt sich, wie viel hat der Taylor eigentlich schon rausgehauen? Und ja, ich würde sagen, da gucken wir mal rein. Jetzt gucke ich mal, dass wir hier die Einstellung ein bisschen abändern. So, dann können wir nämlich die Tabelle ein bisschen schöner sehen. Ich habe mal die Ränder hier ausgeblendet. Sonst ist das immer, nimmt es so viel vom Bild ein, sagen wir es mal so. Also, ich habe hier meine Tabelle. Ihr seht, da sind immer die Zahlen. Heißt, das sind immer die einzelnen Videos. Ich sag's euch so, das hat verdammt lang gedauert, sich 100 Videos nochmal anzuschauen, weil manche Videos gehen 5, 6 Minuten. Ist okay, es gibt auch Videos, die gehen 2 Stunden. Und gegen Ende habe ich so gemacht, dass ich am Ende immer schöne Auflistungen hatte, was ich jetzt wie viel ausgegeben habe. Dann konnte ich schön reinskippen und einfach die Beträge rausnehmen. Am Anfang habe ich das nicht gemacht. Ich musste mir jetzt diese ganzen Videos nochmal anschauen. Nicht, dass es schlimm ist, aber es war sehr zeitaufwendig, das kann ich euch sagen. Und ja, jetzt habe ich das hier in eine Liste zusammengegossen. Ihr seht, das sind einige Punkte hier. Und ich würde sagen, da können wir mal uns mal ein bisschen auslassen. Vielleicht als Anfang hier, was ich da eingetragen habe, also hier sind die Folgen, ne? Gold in 1000 heißt jetzt hier der erste Betrag, sind keine 6000 Gold, sondern sind halt 6 Millionen, ne? Dann habe ich hier, was ich für Euros ausgegeben habe, das ist nicht in Tausender, das sind wirklich die Euros. Ich habe jetzt mal die Cents weggelassen, weil ich glaube mal, das ist irrelevant. Dann haben wir die Art, ne? Zum Beispiel jetzt hier ein Mount, dann die Rakete und was ist das für eine Quelle oder wo, was ist das ein Überbegriff, ne? Ist jetzt hier ein TCG-Ding, genau. Ich würde sagen, wir gehen jetzt eins nach dem anderen durch und dann gucken wir mal, was wir am Ende ausgegeben haben. Ich werde jetzt, ne, wenn ich 5-mal T-Mog habe, dann werde ich jetzt natürlich nicht auf alles eingehen. Gut, dann schauen wir mal. In der ersten Folge haben wir uns einiges gekauft und zwar habe ich da 6 Millionen Gold ausgegeben für diese Nether-Rakete, die wir eben gesehen habt. Und dann habe ich ein paar Pets gekauft. Ihr seht insgesamt 2 Pets und 2 Toys. Das war einmal hier dieses Winston-Baby. Das hat man, glaube ich, gekriegt, wenn man sich Overwatch, diese Collector's Edition gekauft hat. Hat jetzt nur 35 Euro gekostet. Und dann habe ich mir so einen Greifenküken geholt. Und das hat man nur gekriegt, wenn man sich, glaube ich, so ein Plüsch-Pet damals im US-Shop bestellt hat. Das gab es nicht mehr, als ich das holen wollte. Und dann habe ich dann, glaube ich, irgendwo im Internet einen Code gefunden. Hätte ich dieses Plüschding direkt gekauft, wäre es wesentlich günstiger geworden. Aber gut, so ist es. Und die beiden waren, glaube ich, ganz normal im Blizzard-Shop. Die beiden Toys hat 10 Euro jeweils gekostet, war jetzt nicht teuer. Dann in der zweiten Folge habe ich mir das Windreiter-Junges geholt. Das ist ebenso wie dieses Greifenküken aus diesem US-Shop. Da habe ich mir auch wieder einen gefunden, der dementsprechend den Code hat. Da habe ich 200.000 Gold für hingelatzt. Dann habe ich mir noch 2 Mounts geholt, und zwar beides TCG-Mounts. Einmal habe ich 8,5 Millionen gezahlt für das geisterhafte Streitross. Das sieht ganz cool aus, ist so ein Geisterross. Und dann haben wir einmal 6,5 Millionen Gold gezahlt für das weiße Reitkamel. Übrigens, kleine Randinformation, am Anfang waren die Folgen immer noch ein paar Monate auseinander. Da habe ich dann immer quasi mehrere Sachen für eine Folge mitgekauft. Später habe ich es dann in einer höheren Frequenz gemacht, da waren es dann aber auch nicht mehr so krasse Sachen, in Anführungszeichen, genau. Dann, in der dritten Folge habe ich mir quasi 60 Euro für ein Pet ausgegeben, und zwar, oder mehrere Pets. Da habe ich mir so eine Collector's Edition von StarCraft, war das, glaube ich, im Blizzard Shop gekauft. Da gab es so ein Bundle, 60 Tacken, gab 3 Pets. Dann habe ich 360 Euro ausgegeben für ein TCG-Mount, und zwar den Drachenfalken der Armani. Dann habe ich 20 Euro ausgegeben für Silverischer...
Erisha, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Träumer, das ist so ein Drache, der ändert, glaube ich, sogar die Farbe. Den gab es im Shop. Dann habe ich 860 Tacken ausgegeben für den großen Blizzardbären. Und da muss ich sagen, wenn ich ein Item nennen würde aus all diesen Waste-Sachen, wo ich zu viel gezahlt habe, dann der große Blizzardbär. Ich habe bei den TCG-Sachen für damalige Preise, ich habe da immer über Monate geguckt und die Preise so ein bisschen verglichen auf verschiedenen Seiten, war ich, also klar, es ist natürlich viel gewastet für Pixelzeug, aber da habe ich schon immer geguckt, dass ich es halbwegs für einen guten Preis kriege. Ne? Der Blizzardbär, da, den habe ich overpaid, ich sag's euch. Vor allem, der ist mittlerweile, ich weiß nicht, wie das funktioniert, Leute dupen den irgendwie oder keine Ahnung, wie das sein kann, dass der immer noch so niedrig, also der ist niedriger aktuell, als ich dafür gezahlt habe. Und das normalerweise, wenn du das jetzt überlegst, die letzten 4 Jahre sind die Sachen eher alle hochgegangen. Gut, mittlerweile kann man auch über Drops viele Sachen kriegen, da ist nochmal eine andere Geschichte, aber auch vor den Drops, ne, war der Blizzard Bear eigentlich immer konstant gleich, beziehungsweise sogar weniger als das. Also da habe ich definitiv zu viel gezahlt, aber ich hatte so ein bisschen FOMO da. Oh, da waren nur noch irgendwie 2 auf eBay, ich will den noch haben, das Mount. Und da habe ich zu viel reingelatzt. Aber naja, gut, so ist das. Dann in der 4. Folge habe ich 299 für den Flammenhypogreifen ausgegeben. Ist auch ein TCG-Mount. Dann habe ich in der 5. Folge 120 Euro für die Cataclysm Collectors Edition rausgehauen. Die habe ich, glaube ich, auch irgendwo hinter mir noch stehen. Ja, da im Schrank steht sie. Und da gibt es halt dieses Pad drin. Ich habe natürlich auch die physische Collectors Edition. Ehrlich gesagt, die steht da seit Jahren im Schrank. Ne? Ich wollte eigentlich nur diesen Code haben, wenn ich ehrlich bin. Dann habe ich mir noch 2 weitere Pets gekauft, und zwar Todesloss und Moco Diablo. Das sind jeweils 2 Pets von vergangenen BlizzCons. Wenn ihr die Items übrigens alle sehen wollt, wie die aussehen, müsst ihr halt in die Videos reingucken. Also wenn ich die jetzt alle noch zeigen würde, dann wären wir morgen immer fertig oder heute zumindest immer fertig. Genau, dann gehen wir mal hier weiter, Folge 6. Habe ich 10 Millionen genau gezahlt für den Zylianischen Tiger. Das weiß ich noch. Da, es war immer so, dass du quasi im Black Market immer 5% mehr bieten musstest als der letzte. Und wenn du halt bei 9 Millionen und 800 irgendwas 1000 warst, dann konntest du halt keine 5% mehr bieten. Ne? Und dann hat ein oder zwei Wochen, bevor das war, Blizzard das umgestellt und irgendjemand hatte so einen Betrag geboten, dass du quasi mit diesen 5% nicht mehr drüber kommst. Ne? Und Blizzard hat es aber geändert, wenn es quasi am Cap wäre, kannst du auch weniger als die 5% rüberbieten. Also du musst quasi, wenn du den sicher haben willst, 9.999.999, also auch die Kupfer- und die Silberbeträge ausfüllen. Und ich habe das gesehen, einer hat diesen Betrag geboten, wo man früher nicht rüberbieten konnte, habe das gesehen, dachte mir, ah, schön, und habe mir schön den Tiger geschnappt. Da war lucky, aber 10 Millionen. Wobei, man muss sagen, hört sich jetzt komisch an, aber mit 10 Millionen bin ich noch gut gefahren. Viele Leute haben in diesem, gibt es so ein Discord, wo man so Sachen traden kann, ne? WoW Market schimpft sich das, bieten halt Gold-Trades an oder auch, dass sie für dich suchen, wo der Tiger auf irgendeinem anderen Server im Black Market ist, und die haben teilweise dann 15 bis 20 Millionen genommen, also 10, dass du drauf bietest und das letzte, den Rest als, ja, im Endeffekt Fee, ne, als Betrag, den die halt für sich einstreichen. Also ja, da habe ich ihn selber gefunden und konnte ihn mir da schießen, und das ist ein relativ seltenes Mount, weil das gibt es nicht mehr. Ne? Also das hat es früher im alten Zugrub gegeben, und ja, da habe ich es gut gekriegt. Was es auch im alten Zugrub gab, ist der schnelle Hatsashi Raptor. Den habe ich mir auch im Black Market in der 7. Folge geholt für 3 Millionen. Dann in der 7. Folge habe ich mir auch für 200 Tacken, also 200 Euro in dem Fall wieder, den Neta-Welpen geholt. Und das ist Burning Crusade Collectors Edition. Ihr seht, am Anfang habe ich mir die ganzen TCG und Collectors Edition Sachen geholt und BlizzCon-Gedönse. Dann das nächste, Folge 8, habe ich für 316 Euro den schnellen Strandstreiter geholt, auch ein TCG-Mount. Dann in Folge 9 habe ich mir für 200 Euro ein Pet geholt, der Fetisch-Schamane, ist die Diablo Collectors Edition. Die habe ich auch hinter mir, meine ich, stehen, oder? Ja, doch, da steht sie. Ich muss immer gucken, welche ich physisch habe und bei welchen ich nur den Code gekauft habe. Dann habe ich mir noch für 100 Euro ein Toy geholt, eine Disco-Kugel. Das ist ein TCG-Toy. Dann in der 10. Folge für 460 habe ich mir ein Mount geholt, den verderbten Hypogreifen, auch ein TCG-Mount. Dann in Folge 11 für 150 ein Pet Frosty, ist quasi aus Wrath of the Lich King, die Collector's Edition. Da habe ich mir nur den Code gekauft, also die habe ich
nicht bekommen. Die Box, aber wie gesagt, das war mir da auch relativ egal und ist mir eigentlich immer noch, weil die Boxen, die habe ich seitdem nicht mehr eingerührt. Doch, ich habe sie mal abgestaubt, ne? Eigentlich eher nervig als, naja, aber gut. Vielleicht baue ich irgendwann mal ein Setup um und stelle die hinter mich hin irgendwie, keine Ahnung. Mal schauen, vielleicht finden sie nochmal irgendwann Verwendung. Dann habe ich mir noch für 10 Euro ein Pad gekauft, Dotti, das war aus dem Shop, genau. Dann in der Folge 12 habe ich mir für 18 Millionen, ist das jetzt wieder Gold, ne, ein Mount gekauft, und zwar den Spektraltiger, und zwar hier den blauen, also den ohne Rüstung, den anderen hatte ich schon. Es gibt da zwei verschiedene, es gibt quasi einen mit und einen ohne Rüstung, ne, also genau. Dann habe ich mir in Folge 13 für 930.000 Gold Rezepte geholt, Lederschmied. Da war ich mal ordentlich einkaufen. Das Video war, glaube ich, auch ellenlang, weil da habe ich ohne Cuts das in einem gekauft. Also, naja, man lernt aus Fehlern, sagen wir es mal so. Dann in Folge 14 habe ich mir für 250.000 ein Pad geholt, und zwar Gurgli. Das ist auch von der BlizzCon. Dann habe ich mir noch zusätzlich ein Toy geholt, und zwar Aspekt des Dämonikers. Das ist ein TCG-Toy. Dann in Folge 15 für 375 Euro ein Pad, beziehungsweise drei Pads. Da habe ich mir die Classic Collector's Edition geholt. Und zwar ist es so, dass die Classic Collector's Edition mit Abstand die teuerste ist. Ja, also die kostet normalerweise, wenn du die physische verschlossene Collector's Edition haben willst, unter 1000 Euro kriegst du die im Normalfall nicht. Ich habe einen gefunden, der die Codes verkauft, und 375 ist auch schon ziemlich teuer, ne? Dafür, dass ich nur die Codes hatte, aber es sind drei Pets gewesen, und naja, fürs Pet-Ranking, was macht man nicht alles. Dann in Folge 16 habe ich mir für 450 Euro ein Toy geholt, und zwar das Murloc-Kostüm, das ist auch von der BlizzCon. Und Folge 17 habe ich 3.145.000 Gold ausgegeben, also jetzt hier wieder Gold, für Berufs-T-Mog. Und zwar kann ich, da das Video habe ich auch durchskippen müssen, das war 2 Stunden lang, da habe ich mit den ganzen Rezepten, die ich mir angeschafft habe, Sachen hergestellt. Und das sind hunderte und tausende Sachen, und vor allem jetzt im Burning Crusade und im Classic-Bereich, wenn du dann irgendwie Urfeuer-Urzeug was brauchst, ne, und da war ich auf irgendeinem Low-Pop-Server noch mit den Chars, wo ich das gecraftet habe, da kostet dann Urfeuer irgendwie fast 1000 Gold, und wenn du dann halt für ein Item hier 20 brauchst, da 30, hier Zeug, und das summiert sich so auf, ne, also da habe ich richtig rausgelatzt. Folge 18 habe ich dann 19 Millionen Gold ausgegeben für einen Mount, den magischen Hahn. Das kennt bestimmt auch der ein oder andere, ist auch ein TCG-Mount. Dann Folge 19 habe ich 2 Toys gekauft, Finsteres Lagerfeuer und Sakrophag. Den habe ich mir geholt, einmal für 45 und einmal für 49, beides TCG-Sachen. Dann Folge 20 waren es 7,5 Millionen für ein Mount, Allseher von Nialota. Da habe ich mir einen Mythic Run, glaube ich, gekauft, plus halt das Mount, ne, weil ich den Content nicht geradet hatte, da habe ich pausiert gehabt. Und ja, Folge 21, 2 Toys, einmal 40, einmal 60, nochmal 2 TCG-Dinger, Sack voller Sterne und aufstellbares Statuenpodest. Dann Folge 22 habe ich 12,6 Millionen für einen Mount ausgegeben, und zwar habe ich mir da den Gladi-Drachen gekauft in BFA Season 4, das war das erste Gladi-Mount, also quasi mit zwei anderen zusammen in der Arena gespielt, und die haben das Gold halt gekriegt. Ne? Das sind halt irgendwie Multigladys, die ziemlich gut sind, und mit denen habe ich das dann hochgespielt. Also selber musst du schon spielen, aber die spielen dann halt mit dir quasi in Anführungszeichen. Genau, Folge 23 habe ich wieder 2 Toys gekauft, Katzengold und magische Ogergötze für 50 und 70 Gold, wieder 2 TCG-Sachen. 24 habe ich dann nochmal 2 TCG-Items gekauft, und zwar nochmal 2 Toys. Und zwar einmal für 33 den Anbindepfosten und für 150 das Durchscheinen des Portal. Und das Portal sieht ganz cool aus. Das ist, so, glaube ich, so ein astrales Portal. Genau. Und dann gucken wir mal weiter. Das Folge 25 habe ich dann das letzte Toy bekommen, und zwar für 300 Euro, und das ist das dunkle Portal, das sieht sehr cool aus, also das ist wirklich so ein großes Portal, das man aufstellen kann, und ja, da war ich dann, glaube ich, mit den TCG-Sachen und den BlizzCon-Sachen bis, glaube ich, auf ein Item soweit durch mit quasi Folge 25.
Da sind wir jetzt, glaube ich, auch immer noch in BFA von dem Zeitabschnitt her. Dann Folge 26 habe ich 2 Millionen Gold ausgegeben für einen Kill Königin Ashara im Mythic-Modus. Ich habe die zwar damals geprogressed gehabt und auch selber gekillt mit meinem Raid, habe dann aber danach aufgehört zu raiden. Und im letzten Content, ne, ihr seht, das ist nach Nyalotha angelegt, gab es noch so eine Heldentat, dass man alle Essenzen einmal haben musste. Und ich hatte alles, ne, bis auf diese Königin Ashara-Essenz. Und dachte mir, gut, was mache ich das quasi alter Content? Aber ich finde da jetzt keine Raid-Gilde, die das macht. Und vor allem, es droppt halt immer nur ein oder zwei Essenzen. Also musst dann auch noch Glück haben, dass du sie kriegst. Dachte ich mir, komm, ich suche mir eine Gilde, die das boosten. Lass mir, dass ich halt quasi sicher die Essenz krieg. Und dann habe ich mein, dieses Achievement, das war musstest du alle Legendary Essenzen aus hier BFA haben. Aus, ne? Und ja, da habe ich das fertig gemacht. 2 Millionen hat das gekostet. So, dann wird es jetzt ein bisschen unspezifischer. Dann sind es viele T-Mog-Sachen. Ne? Hier 935.000 für T-Mog, 201.000 für T-Mog, 512.000 für T-Mog, 350.000, 500.000. Hier habe ich es mal aufgeschrieben. Das war ein Item, der Vorschlaghammer aus Uldaman. Den habe ich, glaube ich, von dem Viewer sogar gekauft, weil der kostet tatsächlich sonst noch ein gutes Stück mehr. Das sind richtig seltene Sachen. Dann hier 261 für T-Mog, 984 für T-Mog. Dann habe ich hier 1.283.000 ausgegeben für T-Mog. Und zwar habe ich mir unter anderem einen TCG-Wappenrock gekauft. Ne? Da gibt es ja verschiedene mit diesem Dunkelmond-Jahrmarkt-Symbol vorne drauf. Die sehen ganz cool aus. Und dann WOD-Upgrade T-Mog. Ach, das sind die Dinger, die mit Shadowlands rausgefallen sind. Und da habe ich mir diese ganzen Sachen noch gecraftet. Ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile wieder drin sind. Dann hier Folge 35 habe ich nochmal ein bisschen über 200.000 für T-Mog ausgegeben. Hier habe ich 452.000 ausgegeben für einen T3 vom Druid. Und dann in der nächsten Folge nochmal 210 für noch einen T3. Dann hier 760.000 für einen TCG-Wappenrock wieder und ein Hemd. Ne, da war ich, ihr seht, da bin ich gut im Black Market unterwegs gewesen. Das sind alles Black Market Käufe. Dann hier 1.570.000. Das war, glaube ich, wieder nur quasi normale Sachen aus dem Auktionshaus. T-Mog 800.000, 300.000, 300.000. Und hier Folge 43, 2.250.000 für wieder Berufs-T-Mog. Da habe ich anscheinend alles Mögliche nochmal vorm Shadowlands oder beim Shadowlands Prepatch, das müsste hier rausgekommen sein, quasi zusammengekauft. Dann waren es nochmal ein paar T3-Teile, hier einmal für 840 ein T3-Teil und für 589 ein T3-Teil. Dann habe ich 240.000 PET SL. Ja, keine Ahnung, da habe ich anscheinend irgendwelche Pets in Shadowlands gekauft am Anfang. Mhm. Ah, vielleicht waren das die, die aus der Kiste nicht droppen wollten. Das habe ich jetzt leider nicht näher hingeschrieben, aber könnt ihr in die Folge reinschauen, wenn es euch näher interessiert. Dann habe ich hier 450.000 für T-Mog ausgegeben, 680 für T-Mog, 960 für T-Mog vom Dunkelmond-Jahrmarkt. Da habe ich, glaube ich, mit 100 Chars diese Tokens gekauft, ne, die man im Dunkelmond-Jahrmarkt gegen diese Marken abgeben kann, und habe mir die ganzen T-Mox gekauft. Alleine die Tokens haben mich fast 1 Million gekostet, aber wenn ich die T-Mox-Items aus Maha gekauft hätte, hätte ich wahrscheinlich mehrere Millionen gezahlt. Also sprich, ich habe lieber für die Tokens gezahlt und dann die Items wesentlich günstiger gekriegt, musste ich halt einfach das ganze Zeug abgeben, genau. Dann habe ich 625.000 für Erbstücke ausgegeben, also die Upgrades in Shadowlands. Dann habe ich zweimal für Berufsskillen was rausgehauen. Und zwar habe ich da angefangen, alle Berufe einmal hochzuskillen bzw. ganze Rezepte zu besorgen. Das hat hier einmal 1.579.000 gekostet und hier 3.200.000. Wobei, da habe ich auch einen beträchtlichen Betrag ausgegeben für Mage Tower Gear. Ne? Also sowohl fürs Gear als auch Pots und Flask und diese ganzen Consumables. Die muss man natürlich sagen, damals, als das im Hype war, auch sauteuer waren. Die Best-in-Slot-Sachen, das waren viele aus alten Content. Dann haben Leute natürlich einen Markt resettet, halbes Monopol gehabt. Also da habe ich auch schon ziemlich viel reingewastet, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann habe ich hier 2,4 Millionen ausgegeben für T-Mog und Goldtausch. Ich habe mal, glaube ich, 20, 30 Millionen auf verschiedene Server verteilt, wo ich dann öfter Sachen kaufen will. Und wenn du natürlich immer zwischen 5 bis 10% Gebühr hast, ne, ist halt die Gebühr auch mal schnell 1 bis 2 Millionen, je nachdem, wie viel Prozente man zahlt. Ja, aber das hat sich langfristig rentiert, ab einmal quasi auf einem anderen Server die
das, die Goldbeträge rüber und musste dann nicht immer kurzfristig gucken, wenn ich einen Teil kaufen wollte. Das war ganz angenehm. Dann habe ich nochmal 2,2 Millionen hier für T-Mog ausgegeben. Dann habe ich mal wieder was für Euro gekauft und zwar ein Pet Tyrael, Mini Tyrael. Das hat man, glaube ich, aus irgend 2007, 2008 aus irgendeinem Arena-Tournament gekriegt in Frankreich. Da musste man vor Ort sein und nur da hat man dann Codes bekommen, ne? Und das hat 1.100 Euro gekostet. Also schon knackig, aber ihr seht, das waren wahrscheinlich ein, zwei Jahre, wo ich mir nichts mehr mit Echtgeld gekauft habe. Und ja, da habe ich es mir dann gegönnt. Das Ding habe ich wahrscheinlich irgendwo gefunden noch auf eBay. Weiß jetzt schon gar nicht mehr genau. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen T-Mark ausgegeben, eine knappe Million. Hier ist jetzt quasi 15,3 Millionen, also die Preise sind ein bisschen hochgegangen, habe ich fürs Gladi Mount Season 2 in Shadowlands gezahlt, wieder dasselbe, nur mit zwei Multiglatz halt zusammengespielt. Dann waren es hier wieder ein paar T-Mog-Sachen. Die T-Mog-Sachen sind jetzt eigentlich fast immer über eine Million, weil ich so ab Shadowlands, ne, habe ich ordentlich Gold gemacht mit den ganzen Legendary Base Pieces und habe ich eigentlich dann, ja, alle paar Wochen, teilweise jede Woche, dann für eine Million T-Mog gekauft, ne, halt oft auch removede Sachen, da kommt schnell was zusammen. Genau, also hier ein bisschen über eine Million, dafür knappe zwei für T-Mog. Dann habe ich mir hier in der Folge die ganzen Pets und Mounts in Zelda Mortis hergestellt. Da brauchte man einige Materialien, die man theoretisch aus dem Haar kaufen konnte. Da habe ich mal 500k reingehauen. Hier wieder ein bisschen Mock für ein bisschen über eine Million. Dann hier wieder Beruf, Items und Rezepte, ne? 1,7, 1,8 und auch wieder ein bisschen was für ein Mage Tower, wie ihr seht. Dann habe ich hier Pets ausgegeben. Ah, Dragonflight Collector und Shop Pets habe ich hier gekauft. Da auch wieder für Euro. 176 habe ich da ausgegeben. Dann geht es hier wieder weiter mit 1,1. Also 1.100.000 für T-Mog. Bisschen Match Tower. Dann 3,6 Millionen wieder T-Mog Match Tower. Dann 22,4 Millionen. Das war deutlich teurer für Gladi Season 3 in Shadowlands, da habe ich das stündlich gemacht und hatte verschiedene Teams, weil ich ganz am Ende von der Season noch gemacht habe und ein paar Teams, die haben jetzt nicht so viel getaugt, muss ich sagen, aber gut, das weißt du halt erst immer nachhinein. Da habe ich ein bisschen overpaid, aber naja, so ist das. Mount habe ich und das ist das, was zählt. Dann habe ich hier 2,4 Millionen gezahlt, einmal für T-Mog und ich habe, glaube ich, einen Endboss, nee, hat sie Endboss-Kills? Ah, da war, glaube ich, dieses Achievement, wo man die ganzen Bosse da killen musste, ne? Am Ende in der vierten Season. Da habe ich, glaube ich, sowohl für Sylvanas als auch für den Shaler habe ich mir, glaube ich, in Running gekauft, dass ich das schnell weg habe, weil das Random war das da immer nicht so ganz easy. Und für Juve habe ich anscheinend was ausgegeben. Dann habe ich hier 1.300.000 für T-Mog und Garni-Stuff ausgegeben. Da habe ich, glaube ich, in der Garni einiges umbauen müssen mit Twinks für so ein paar Collection-Sachen. Dann geht es hier weiter bis zu T-Mog. T-Mog wieder 1 Million. Dann, jetzt kommt der große Punkt und zwar für 120 Millionen Gold, also das ist mit Abstand der größte Betrag, 120 Millionen Gold, habe ich mir ein Pet gekauft und zwar Murky. Das ist das letzte BlizzCon-Pet, was mir gefehlt hat und dementsprechend war ich dann auch mit den Pets weit durch. Also das war schon ein größeres Brett, sagen wir es mal so. Dann habe ich mir für 15,5 Millionen die drei Shadowlands Mythic Raids gekauft, also als die Fated waren. Also sowohl Castle Nastria, dann den Sylvanas Raid und hier das Mausoleum, ne? Die habe ich ja dann in der vierten Season auch nicht geraidet und dementsprechend die quasi einmal eingetütet. Und hier geht es jetzt wieder weiter, ne? Ihr seht immer ein bisschen über eine Million für T-Mog, das sind jetzt x Folgen. Dann hier habe ich quasi meine Berufe wieder ein bisschen geskillt, Rezepte geholt, T-Mog-Sachen hergestellt. Das ging über die ganze Expansion, habe ich ja geschaut, dass ich wirklich alle Rezepte mir hole. Mittlerweile bin ich auf Weltplatz 1 mit den Rezepten, also ich habe alle Rezepte, die man holen kann. Und ja, das war dann teilweise auch immer ein bisschen teuer, beziehungsweise auch die ganzen Sachen herzustellen fürs T-Mog dann wieder, ne? Da kommt dann schnell einiges zusammen. Dann hatten wir hier wieder einiges an Mog, wieder auch Rezepte, wie ihr seht. Mittlerweile sind wir auch hier schon in Dragonflight Pre-Patch, ne? Ab da, das habe ich noch mit eingetragen, dass man so ein bisschen zeitlich das einordnen kann. Und ja, dann habe ich hier in Folge 88 habe ich 2,5 Millionen gezahlt. Da habe ich Mythic Plus zwar gespielt gehabt, bis 18, 19 die ganzen, also alles random. Und dann die 20 jedes Mal 20 Key hochgespielt, wieder random, wieder wegdepletet, weil, oder Leute irgendwie ganz komische Sachen gemacht. Das habe ich drei, vier Mal, dann habe ich gesagt, komm,
Schicht im Schacht, kein Bock mehr auf die Scheiße. Ich kaufe mir die Dinger da random weiter rumzumachen, ist Zeitverschwendung. Und hab mir die Keys gekauft. Ging eigentlich für alle 8 Stück. 2,5, das hat eigentlich gepasst. Dann habe ich 1 Million hier nochmal für weißes T-Mock rausgehauen. Ah, da kamen die weißen und grauen T-Mock-Sachen rein. Ne? Da habe ich ganz, ganz viele kleine Beträge rausgehauen. War genau 1 Million. Hm, interesting. Dann habe ich hier 1,2 für 3 Ingi-Toys gezahlt und einige ZG-Rezepte. Da kam ja hier dieses neue ZG rein, dass man die alten Rezepte sich holen konnte. Dann 1,6 für T-Mock, noch ein paar Rezepte mehr gekauft. Hier 2,3 Millionen nur für Rezepte. Da habe ich mir, glaube ich, aus allen möglichen Servern mir die letzten paar Rezepte, die mir jetzt noch gefehlt haben, zusammengetranzt. Also teilweise auf einem Server ein Rezept gekauft und zwei, drei Rezepte und dann den Char auf meinem Main-Server getranzt und die da gelernt, weil der Unterschied zwischen dem, was ich dementsprechend Kosten hatte zum Transen und das, was die Rezepte auf meinem Server gekostet hätten, oder manche sind halt EU-weit nur 2-3 Mal drin, die waren dann halt gar nicht da, hat es halt quasi gerechtfertigt, dass ich irgendeinen Char dann rüber trans, ne? Also das war dann schon so das letzte bisschen, was mir in Rezepten gefehlt hat. Genau. Dann habe ich hier den Vault gekauft, den Mythic Run für 8,625. Ich glaube 150 oder 125 war der HC-Run und der Mythic war dann 8,5, ne? Vermute ich jetzt nur, so war es von der Dings. Genau, weil den hatte ich jetzt auch nicht geradet, da habe ich mir dann die Chiefs noch geholt. Dann 1.381.000 waren ein paar Mock-Sachen und hauptsächlich, glaube ich, Erbstücke. Ich glaube 600-700k waren nur die Erbstücke. Jetzt hier in Dragonfly zum Updaten. Dann habe ich hier 1.829.000. Da habe ich ein paar Rezepte noch gekauft. Das sind jetzt, glaube ich, Rezepte aus 10.1, ne? Also die neuen Rezepte. Und ich habe ein Investment-Fail gehabt. Da habe ich gedacht, ich investiere Gold und mache da Plus. Aber nein, ich habe nicht Plus gemacht. Da haben wir ein bisschen was in den Sand gesetzt. Aber da könnt ihr gerne im Video reingucken, was das genau war. Und ja, dann hier die anderen Folgen. Nochmal die letzten paar Rezepte geholt. Und hier haben wir dann dementsprechend noch ein paar Mock-Sachen, auch immer so ein bisschen über 1 Million. Und das letzte, die 25,5 Millionen, habe ich mir die RBG-Hordentitel geholt. Das war die letzte Folge. Das müsste zwar eigentlich ein bisschen weiter hier oben angesiedelt werden, also noch in der ersten Season von Dragonflight, aber ich habe das ein bisschen verschwitzt. Ich habe es im zweiten Drittel, würde ich sagen, von der ersten Season gemacht. Wollte dann aber erstmal abwarten, ob das auch alles klappt, ob ich quasi in den HOTA-Bereich komme, in diesen 0,5, das weiß man halt erst immer am Ende von der Season. Und dann habe ich es ein bisschen vergessen, ne? Wenn man es nicht gleich aufnimmt, dann vergisst man es. Jetzt beim Durchgucken von den ganzen Videos ist mir aufgefallen, Moment, wo ist denn das? Ich dachte, ich habe da eigentlich schon ein Video gemacht, deswegen ist das jetzt als Nummer 99 drin. Ich habe ja RBG mit meinem Ali-Char schon gemacht, ne? Also die ganzen Titel. Und das ist auch schon Cutter oder irgendwas, also schon richtig lang her. Und jetzt habe ich gesehen, okay, Hordler haben quasi eigene Titel und da ich die Titel haben will, brauchte ich die Chiefs nochmal. Und da habe ich dementsprechend dann nochmal einen Run gekauft. 25,5 Millionen ist schon knackig. So, jetzt sind wir am Ende von der ganzen Liste, wie ihr seht. Und zwar, was haben wir jetzt endgültig ausgegeben? Ich habe rausgehauen 387.422.000, also es geht schon Richtung die 400 Millionen, ne? So viel fehlt da nicht. Das an Gold ausgegeben und an Euro habe ich ausgegeben 6.678 Euro. Das sind jetzt quasi die kompletten Beträge. Es ist jetzt natürlich hier nicht hundertprozentig alles drin, was ich in den letzten 4-5 Jahren, wo das abdeckt, ausgegeben habt, ne? Natürlich sind da jetzt noch kleinere Käufe für Gold drin, aber die ganzen großen Sachen, würde ich mal sagen, sind da auf jeden Fall drin. Und ja, das ist schon einiges. Muss man natürlich auch sagen, ich habe das hier beziehungsweise noch mehr auch an Gold ran geschafft, vor allem in Shadowlands, ne? Ich habe da auch so eine andere Videoreihe gehabt, wo ich dementsprechend immer zeige, was ich da so aus dem Postkasten raushol. Da habe ich ja teilweise dann auch mal 30, 40, 50 Millionen in einem Monat quasi an Gold gemacht. Shadowlands waren die goldenen Zeiten und da ging das. Aktuell ist ehrlich gesagt nicht so gut, aber mal gucken, kommen wieder bessere Zeiten mit dem Goldmaking. Und ja, damit sind wir durch. Zwischenzeitlich habe ich jetzt ein paar Sachen nicht mehr komplett vorgelesen, aber wenn es 10-mal Mock ist, ne, seht ihr selber. Gut, das war so der Recap. Schreibt mir gerne in die Kommentare,
ob ihr gedacht hättet, dass es so viel ist oder so wenig, je nachdem, von was ihr ausgegangen seid. Und ja, dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.